Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horror-Game. Ja, wir haben es tatsächlich kurz vor Mitternacht, deswegen wird es Zeit für ein Midnight-Snack. Und ihr kennt es vielleicht, ihr wacht irgendwann mitten in der Nacht auf und habt plötzlich Lust auf ein köstliches Sardellen-Honig-Mayo-Sandwich. Schreibt mir gerne, ob ihr nachts auch Heißhunger bekommt. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt einen kleinen Mitternacht-Snack und starten in das Game. Los geht's! Ich sollte in der Küche nachsehen, ob ich etwas zu essen finden kann. Ich habe riesigen Hunger. Ich habe so lange die FSK 18 Seiten geguckt, dass ich einen wahnsinnigen Hunger habe. Mein Hunger ist unbeschreiblich. Mein Gott, wir haben es 1.37 Uhr, perfekt für einen kleinen Mitternachtssnack. Nein. Wir machen uns nur die köstlichsten Sandwiches, zum Beispiel Thunfisch-Banane. So lecker. Das ist übrigens mein absoluter Lieblingsrahmen, wo einfach kein Bild drin ist. Das ist absolut verständlich. Schaut euch dieses Gesicht an, liebe Kultisten. Das ist absolut verständlich, dass da einfach besser gar kein Gesicht ist, anstatt mein Gesicht. Warum ist das so super dunkel hier? Das ist der Raum von meinem Bruder. Oh, Bruder. Wenn du wüsstest, das ist das Elternzimmer. Ich würde sagen, kleiner Bruder, du kriegst nichts ab von meinem Thunfisch-Bananen-Sandwich. Hast du jetzt Pech gehabt? Was ist hier? Hallo? Kann ins Badezimmer spähen. Vielleicht sitzt dir mein Bruder gerade beim Kackeln. Nein, hör auf! Hör auf, deinen Bruder beim Kacken zu terrorisieren. Was ist das denn? Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Mana-Trank von Diablo. Klar, nehme ich mit. Nehme ich mit. Brauche ich. Euch alles. Vielleicht ist es köstliches Ahornsirup. Nam. Passt sehr gut. Ich bin in der Küche. Wir haben keine Marmelade leider mehr. Ich habe einige im Schrank gelassen, im Vorratsschrank. Es ist kein Problem, oh Mutter. Ich habe zufälligerweise eh Marmelade gerade gefunden. Ich kann es kaum abwarten, bis es Freitag ist. Ja, das stimmt. Das ist sehr nachvollziehbar. Das ist der Toaster. Hier haben wir Erdnussbutter. Das wird köstlich. Absolut köstlich. So, hier haben wir Soße. Sollen wir die Soße schon drauf tun? Wenn wir die Soße schon drauf tun, wir gucken uns mal ein bisschen um. Ah, ich könnte eine heiße Tasche mir machen, aber das wäre zu laut. Wird gegongt. Ich schaue mich vielleicht nochmal schnell hier ein bisschen um. Wir haben einen Eisdispenser. Ich liebe Eisdispenser am Kühlschrank. Habt ihr auch so einen Luxus? Ich leider nicht tatsächlich. Ich leider nicht. Ich muss noch ganz einfach meinen Eiswürfel ins Eiskühlfach tun. Okay, ich sehe schon. Hier läuft einfach nichts ab des Nachts. Nam. Machen wir jetzt unseren köstlichen Snack. Kann's kaum erwarten. Los geht's. Jelly. Ja. Okay. Schmieren wir uns erstmal die Marmelade aufs Brat. Warum dauert das so ewig? Nein, wirklich, warum dauert das so ewig? Ey, das ist ja härteste Arbeit. Also, wie kann man so lange brauchen, um einfach Toast mit Marmelade zu beschmieren? Okay, macht dir nichts. Macht dir überhaupt nichts. So. Mach hin! Mach hin mit deinem blöden Toast. 2000 years later. Ey, das braucht Jahre einfach nur. Hallo? Oh, Gott sei Dank. Ich hab's geschafft. So, was könnten wir noch drauf? Ist das andere Erdnussbutter? Aha. Oder Senf. Senfmarmelade. So gut. Oh, Senfmarmelade. Ach nein, ist es Erdnussbutter. Okay, ist es Erdnussbutter. Ey, warum brauchst du so lange, um den Erdnussbutter-Sandwich zu machen, ohne Schmarrn? Derzeit könnte ich dir einfach einen Tafelspitz kochen. Na, sag mal, geht's noch? Geht's noch? Und dann hast du sie nicht mal gleichmäßig draufgeschmiert. So, fast geschafft. Fast geschafft, liebe Kultisten. Wir können fast essen. Ja, ein paar Stunden dauert's noch. Okay. Ja, voll. Das ist mein Snack für heute. Okay, wohin mit meinem Snack? Jetzt einfach wieder zurück in mein Zimmer und esse da mein köstliches Sandwich. Nam.
Ich freue mich schon extrem darauf. So, wo esse ich das hier? Was bist du denn? Nein! Nein, willst du auch was von meinem Snack haben? Mitternachtssnack. Vielen Dank fürs Spielen. Was? Das war's? Das war Mitternachtssnack. Ja, was lernen wir daraus? Wir sollten auf keinen Fall so leichtfertig einfach uns ein Toast des Nachts machen. Sonst kommt leider das Ding aus unserem Schrank und frisst uns unseren Sardellen-Mayo-Marmeladentoast. Das ist scheiße. Soll ich euch was sagen, liebe Kultisten? Ich habe immer noch Hunger. Deswegen spielen wir ein Game und das heißt Midnight Snack. Nein, kein Scheiß, kein Scheiß. Es gibt zweimal das Game Midnight Snack, aber scheinen total unterschiedliche Games zu sein. Und ich würde sagen, jetzt holen wir uns noch ein bisschen Nachtisch. Nam, nam, nam. Los geht's. So, mal schauen, was es jetzt Leckeres gibt. 12 Uhr Mitternacht. Verflucht, ich habe Hunger! Ich muss einen Mitternachtssnack zu mir nehmen. Es wird geschnackt. Sehe schon, im Fernsehen läuft auch nichts Gescheites. Das ist sehr hektisch, die Steuerung. Ah, was steht hier? Unser Vater. Hallo Süße, wann kommst du mich wieder besuchen? Alles okay bei dir? Ich weiß, was zu bösen Mädchen passiert, wenn sie nicht ihrem Vater antworten. Du hast diesen Kontakt geblockt. Okay, das gibt mir ganz seltsame Vibes. Mir ganz seltsame Vibes, vielleicht haben wir ihn nicht umsonst geblockt. Hi Schatz, ich muss ausgehen und ich weiß, du bist immer noch wach, um nachts etwas zu essen. Deswegen habe ich etwas im Kühlschrank für dich gelassen. Oh, vergiss nicht dein Smartphone-Problem. Wir werden uns bald darum kümmern. Das Wi-Fi-Passwort ist 63 irgendwas 4. Ich liebe dich, Mom. Okay, die Eltern scheinen wohl getrennt zu sein. Das Wi-Fi-Passwort 63 irgendwas. Ja, großartig. Muss ich es ewig ausprobieren? Okay, das ist sehr hektisch. Wir haben es 2 Uhr nachts. Ich habe so großen Hunger. So großen Hunger. Gehen wir erstmal die Treppe runter und schauen, ob was Unheimliches gehört, wie eine Tür aufgegangen ist. Hallo? Was läuft so im Fernsehen? Ah ja, die kleinen Rehe, die rudelbumseln sich hier wieder auf und ab. Das ist wunderschön. Wunderschön, nicht wahr, Chuck? Ja, ich liebe Rehe, außer sie nagen an mir. Okay, ja, das ist natürlich ein Problem. Das tut mir sehr leid, lieber Chuck. Und das ist die Brücke. Ja, die Haustür scheint zu sein. Und hier ist es einfach absurd dunkel. Ist es absurd dunkel. Ha, hier, Licht anschalten. Jetzt holen wir uns einen kleinen Mitternachtssnack. Ich bin mal gespannt, was es hier gibt. Hoffentlich auch köstliche Sandwiches. Ach du liebe Güte, wir sind krass ausgestattet. Schau euch mal den Scheiß an. Wir haben Schweinshaxen. Ja, jetzt so Schweinshaxen zur Mitternacht, das brauche ich als Bayer. Und Kuchen haben wir auch. Bananen und ein Käserer. Wir sind so krass aus. Wir sind so krass ausgerüstet. Komm, mach zu. Mach einfach zu. So, absolut köstlich. Ich werde hier essen. Ich will keinen Dreck in meinen Raum haben. Das ist sehr löblich. Das ist sehr löblich. Setzen uns jetzt hin und essen jetzt. Was kann schon schief gehen bei köstlichen Schweinehaxen um Mitternacht? Bestimmt nicht Sodbrennen von der Hölle. Okay, ich bin wieder aufgetankt. Ich kann wieder ins Bett gehen. Okay. Wieder ins Bett gehen. Achso, ich kann nur das Licht hier ein- und ausschalten. Okay, ab wieder ins Bett. Lalala. Das Licht nicht anlassen. Ach, sagt das halt eher. Na gut, wir sparen ein bisschen Energie. Wir schalten das Licht an und aus. So. Es war köstlich. Warum flackert das Licht? Schweinehaxen zur Mitternacht ist einfach der beste Snack. Warum gehen wir so extrem langsam die Treppe hoch? Schleichen wir die Treppe hoch. Was ist passiert? Irgendwas stimmt plötzlich nicht mehr. Nein, ohne Scheiß, irgendwas stimmt nicht mehr. Wir wollten uns nur einen Snack holen und sind jetzt einfach in eine andere Dimension geschossen worden. Hallo? Ich höre panische Musik. Ich höre irgendwas. Gott, irgendwas kommt uns nach. Was zum Henker ist das denn? Was ist das? Ich kann nicht wegrennen. Es war die Rache der Schweinshaxe.
Es war die Rache der Schweinshaxe. Vielleicht bin ich ihm festgesteckt. Ich versuche nochmal wegzurennen. Nam, 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 nam. Damit zeige ich's den Schweinemann. So schaut's aus. Ich habe all deine Mini-Schweinshaxen gefressen. Ja, jetzt kannst du gerne versuchen, dich nochmal an mir zu rächen. Ich bin vielleicht der schnellste Fresser, den du je gesehen hast, ist der Schweinehaxenmensch. So, wir gehen wieder ganz langsam die Treppe hoch. Es knarzt. Gott, das verlängert sich auch. Okay, diesmal rennen wir. Diesmal sind wir nicht mehr. Gott, ich höre Mr. Schweinshaxe hinter mir. Okay, wir müssen einfach schneller rennen. Wir müssen einfach so schnell rennen, wie es geht. Lauf, 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 lauf. Was ist das? Okay, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich habe mich schon wieder umgeschaut. Nein, falsche Richtung. Falsche Richtung. Ich bin so doof einfach. Nur warum schaue ich mich immer um? Okay, da ist die Rettungstür. Da ist die Rettungstür. Perfekt. Was? Nein, ich muss hier den Wi-Fi-Code eingeben und ich habe ihn mir nicht ge... Why are we still here? Just to suffer. Ich muss den Code eingeben. Wollt ihr mich verarschen? Ich muss unter Zeitdruck den Code eingeben. 63 irgendwas 4. 63 irgendwas 4. Komm, lauf. Lauf, 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 lauf. Und ich bin immer so dämlich und schaue mich immer um. 6-3 irgendwas 4, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich diesmal. Bin nämlich zufälligerweise super schnell. Wisst ihr nicht, weil ihr mich nur als langsamen alten YouTube-Schrubber kennt, aber ich bin zufälligerweise absolut schnell. Okay. 6-3 irgendwas 4. 6-3 irgendwas 4. 6-3. Scheiße, ich habe mich verklickt. Irgendwas. 4. Es ist offen. Ich kann weiter. Ich stürze hier in eine ewige Tiefe. Und ich bin aufgewacht. Es war ein schlimmer Albtraum. Oh, war nur ein furchtbarer Traum. Mit meinem Vater. Ja, liebe Kultisten, und da sind wir wieder im Hauptmenü. Das war mal eine harte Aussage. Ich habe doch gesagt, irgendwas an dieser SMS oder dieser WhatsApp ist irgendwie fishy. Anscheinend scheinen wir kein allzu gutes Verhältnis zu unserem Vater zu haben, wenn wir tatsächlich so von ihm träumen. Ja, das war ganz schön finster, aber es gab zumindest Schweinshaxe mit Parmesan. Mwah! Absolut köstlich. Wer liebt nicht Schweinshaxen mit Parmesan? Ja, das waren unsere beiden Mitternachtssnacks für heute. Schreibt mir auch gerne, was ihr denn so gerne um Mitternacht snackt. Und ob ihr lieber Schweinshaxen mit Parmesan oder aber Thunfisch-Mayo-Honig-Sandwich haben würdet. Ja, und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like oder ein Abo, um den Kanal zu unterstützen. Und hört die Dudenbell für den nächsten Horror-Content. Und wir sehen uns beim nächsten Schrecken. Macht es gut und futtert nicht zu spät nachts, sonst passiert genau das. Also, mögen die großen Alten mit euch sein. Bis dann, ciao.